Servus, Freunde der unterirdischen Unterhaltung. Ja, eigentlich hatte ich was ganz anderes vorgehabt, aber da ist wie immer was dazwischen gekommen und da dachte ich mir, wir machen jetzt was zum Führerarchiv und ein paar anderen Sachen. Aber wir fangen erstmal ganz von vorne an. Und zwar hatte ich ja schon des Öfteren Aussagen aus einem US-Archiv eingestellt, unter anderem Reichenbach und das andere war in Oberhessen, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Und ja, da geht es ja immer darum, wie man diese Aussagen bewertet, ob das jetzt alles nur Mumpitz ist oder ob da vielleicht doch vermehrt ein wahrer Kern irgendwie in der Aussage steckt und ja, wie auch immer. Lirum Larum. Genau, und da habe ich mir jetzt nochmal eine andere Aussage ebenfalls aus diesem US-Archiv rausgesucht, also aus der gleichen Akte. Und ja, da geht es jetzt um ein Lagerzentrum in Graz. Ich lese jetzt erstmal vor und sage dann da wie immer noch zwei Sachen am Ende dazu. Genau, Lagerzentrum Graz. Bei seinem letzten Besuch/Urlaub im Oktober 1944 beobachtete der Kriegsgefangene, wie große Ausgrabungen am Schlossberg, Klammer auf, Schlosshügel, Klammer zu, in Graz stattfanden. Die Tunnel/Stollen waren eigentlich als Luftschutzstollen gedacht, wurden später aber ausschließlich für Einlagerungszwecke genutzt, von unbekannten staatlichen Behörden. Es gab sieben Eingänge zu dem Tunnel- und Stollensystem. Nummer 1. Gegenüber der Kirche am Schlossbergplatz. Nummer 2. Am Felsengarten, genau links der Straßenbahnschienen Schlossbergbahn. Nummer 3. Unter dem Weg an der Nordseite des Schlossberges in der Wickenburggasse. Nummer 4. Hinter der Konditorei in der Wickenburggasse. Nummer 5. Hinter der Landesturnhalle. Nummer 6. Gegenüber dem Polizeirevier nahe dem Paulustor. Nummer 7. Gegenüber vom Jahndenkmal auf halber Höhe zwischen Landesturnhalle und Paulustor. Eine Skizze dieser Eingänge ist erhältlich bei den IDC-Büros. R&A-Niederlassung, OSS London. Ja, und wie gesagt, da habe ich mal kurz gegoogelt und siehe da. Der Schlossberg in Graz ist unterhöhlt wie ein Schweizer Käse. Details kann sich jeder selber im Netz raussuchen. Es gibt da auch ein Museum, ein Verein, Bericht aus der Kronzeitung und ach Gott, da gibt's einiges dazu. Und ja, also scheint die Aussage zumindest Hand und Fuß gehabt zu haben. Wie das jetzt natürlich da mit den anderen Aussagen in dieser Akte sich verhält, keine Ahnung. Hier ist jetzt noch mal ganz kurz eingeblendet der Schlossberg. Und ja, also wer da mal in der Nähe ist, der sollte sich das vielleicht einfach mal live angucken. Das ist doch schon beachtlich. Ich glaube, das waren da ein paar Kilometer Tunnel irgendwie, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe. Aber gut, machen wir einfach mal weiter mit den nächsten Aussagen, die da jetzt drin standen. Und zwar geht es jetzt um militärische Hauptquartiere in der Nähe von Berchtesgaden. Und zwar, Himmlers Hauptquartier befindet sich beim geheimen Flugplatz in der Nähe von Bad Reichenhall. Wo auch immer der sein soll. Wer da jetzt irgendwie eine Ahnung hat, kann das ja gerne mal in einen Kommentar reinschreiben. Es geht weiter. Ein Hauptquartier von Generalfeldmarschall Keitel und anderen Offizieren vom OKW wurde in einen Neubau in der Nähe von Bischofswiesen eingerichtet. Das Gebäude befindet sich genau hinter einer neuen Siedlung. Diese liegt rechts vom Bahnhof. In dem Gebäude befinden sich auch ein paar Büros der Reichskanzlei. Ja, auch das sagt mir jetzt erstmal spontan nichts. Also das, wie gesagt, ist alles nicht so meine Ecke, ne? Ja, und jetzt kommt als letztes noch was relativ Interessantes. Und zwar, da geht es um, ja, nicht mehr oder weniger das Führerarchiv. Zitat. Das Führerarchiv und andere unerlässliche Archive befinden sich in den Führer- und Bormannstollen. Dies sind zwei der extra gebauten Stollen unter dem Untersalzberg, Hitlers Residenz in Berchtesgaden. Ja, also Ostmar auch, keine Ahnung, wo das sein soll. Mein erster Gedanke war vielleicht, die Anlage bei der kleinen Reich, ja genau, bei der kleinen Reichskanzlei.
Aber die war eigentlich für Luftschutzzwecke gedacht. Aber ob da jetzt vielleicht in der Nähe noch irgendwelche anderen Stollen, Waren sind, wie auch immer, wer weiß, wer weiß. Gut, wenn da jemand mehr Ahnung hat, bitte mir mal einen Kommentar schreiben. So, und dann geht's noch weiter. Es gibt auch noch streng geheime Einlagerungsanlagen im Donnergebirge bei Reichenhall. Der Gefangene weiß leider nichts Genaues. Und ja, ich weiß natürlich dazu auch leider nichts Genaues. Und ja, da würde ich sagen, das war's dann eigentlich jetzt auch schon ganz kurz und knapp. Viel mehr gibt's dazu nicht. Aber wenn jetzt irgendwer, wie gesagt, zu dem Ganzen, was ich jetzt erzählt hatte, noch irgendwas Interessantes weiß oder mehr weiß, dann schreibt's mir einfach in die Kommentare und ja, also ich finde so eine Aussagen immer nicht schlecht und persönlich, ja, würde ich sagen, sowas sollte man vielleicht doch ja ernster nehmen als ja manch andere Aussage oder komische Geschichte. Lirum Larum, ich bedanke mich. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig und ja, dann bis zum nächsten Mal.